Und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge-Parktour auf unserem Kanal, zum dritten Interview tatsächlich schon. Und ich freue mich schon sehr, das Interview mit Sonic Ovo zu machen. Und er ist live dabei und darf auch gerne mal Hallo sagen. Hallo, es ist interessant zu reden. Man hat mich vorher noch nie so gehört, eigentlich. Und ja, jetzt hat man auch mal eine Stimme zu den ganzen Parks, die ich reichlich einsende. Ja, genau. Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, mittlerweile sind 6 Parks geworden. Mit dem Sinn ist jetzt 6 tatsächlich. Ja. Oh, und ich kann das Ganze noch auf 8 erhöhen. Ja, stimmt. Da hatten wir ja schon vorher noch darüber gesprochen. Und bin mal gespannt, vor allem auf deinen allerersten Park, der unter einem anderen Namen ist. Sehr gespannt drauf, was du da gezaubert hast. Aber man hat ja auch die Entwicklung gesehen. Das war das Schöne, was ich fand, dass man die Entwicklung bei dir gesehen hat von dem ersten, zweiten, dritten, vierten und immer weitergehenden Park. Wie gut tatsächlich auch beim Bauen geworden bist. Ne? Also da sieht man wirklich, dass das alles schon was bringt, dran zu bleiben. Wenn ich jetzt in Ranama reingehe, da sehe ich auch schon, das hätte ich besser machen können. Ja. Das könnte ich noch, könnte alles verändern. Ja, ich weiß. Aber nein, das ist... Nein. Das Ding ist halt, es gibt halt, also ich finde ja, es gibt immer so 2 Personen. Es gibt die Person, die baut immer in dem gleichen Park und baut ihn immer wieder besser nach all den Tipps, die sie bekommt. Mhm. Und dann gibt es mich. Ich baue einen Park fertig, send den ab, nehme die Tipps und setze sie dann in einem komplett neuen Park um. Ja. Voll gut. Voll gut. So kann man es auch machen, ne? Kann man dann auch, ja, da kann man dann auch die Entwicklung halt eben sehen, ne? Ja, genau, das stimmt. Bei einem fertigen Park und den immer wieder auszubessern, da sieht man es dann am Ende nicht mehr, ne? Ja. Das stimmt, da hast du recht. Gut, dein Dark Ride heißt Mine Inc. Ne, Mine Travel ist so gesehen der komplette Name. Mine Inc. ist die Firma, wo das stattfindet. Okay, alles klar. Und Silverwood ist dann die Westernstadt? Silverwood ist die Stadt, die du da siehst, ja. Okay, super. Und was für eine Geschichte hat denn Silverwood? Silverwood ist besonders. Silverwood hat, damals existierte auf diesem Platz Deadwood. Deadwood ist leider Gottes versunken bei einem großen Erdrutsch und ist jetzt verschollen. Aber die Stadt war halt eben auch ziemlich reich. Die hatte ordentlich Asche, weil die eine Gold- und Juwelenmine hatten. Eigentlich so direkt nebenan, fast, in einem Berg. Okay. Und nachdem diese Stadt dann nun leider verschollen ist, wollte man natürlich schon das alles finden. Also, wer hat nicht Lust auf ein paar Juwelen? Und darum kümmert sich die Firma Mine Inc. Nur die Firma braucht natürlich auch Arbeiter. Das sind wir dann in dem Fall. Mhm. Und wir melden uns dann natürlich an. Und dann wird unsere Prüfung sein, dass wir Block A und Block B, also das sind die beiden Grabungsstätten in dem Berg, wo gesucht wird, dass wir das halt eben finden. Also, dass wir da herumfahren, einen Zug durchführen. Und die achten auch auf unsere Zeit, sehr stark auf unsere Zeit. Okay. Und wenn wir das in einer gewissen Zeit schaffen, dann sind wir angestellt. Ach so, also haben wir so einen Einstellungstest. Mhm. Cool. Okay. Noch vorab zu erwähnen. Ja. Man sieht ja schon rechts das grüne, weiße Gebäude. Links, sorry. Links, rechts, Fläche. Man sieht links das grün-weiße Gebäude. Das ist das Deadwood Museum und da steht dann auch nochmal die Geschichte von Deadwood drin. Aufgeschrieben. Ah, okay. Alles ist begehbar, außer die Windmühle. Ja. In der Bar findest du dann auch noch so das Detail, ein paar Details und sowas. Und jeder Animatronic hat einen Namen. Oh. Vielleicht kommt dir ja der ein oder andere bekannt vor, aber jeder hat einen Namen. Und auch in der Station steht auch einer und der ist auch benannt. Ah ja, okay. Mal gucken, ob ihr alle finden werdet. Okay. Wer weiß. Also sind das quasi noch so kleine Easter Eggs. Genau. Und noch ein Easter Egg, das sage ich euch aber nicht. Okay, alles klar. Lasst euch das alles finden. Und falls ihr die Story nicht verstehen solltet, falls ihr irgendwie jetzt nicht wisst, was mit was zu tun hängt, in der Schmiede
die hinter dem Museum ist, also neben dem Museum, rechts daneben. Da gibt es den Werkkeller und da ist an den Wänden die ganze Geschichte aufgeschrieben. Ah, okay. Im Werkkeller immer. Also ist man nicht so ganz verloren dann in diesem kleinen Dark Ride. Ja. Okay, klein, super. Klein. Okay. Okay. Wie gesagt, ich weiß doch nichts. Ich wird gleich aufgenommen. Ja. ich bin so heiß wie Frittenfett, ne? Also ehrlich, die ganzen Dark Rides, die geliefert worden sind, sind alle auf ihre Art und Weise erstaunlich. Also muss man wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Ja, eine tolle Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Und was hat dich denn inspiriert dazu, dass du das als Dark Ride machst? Es ist eine ziemlich lange und komplizierte Geschichte eigentlich. Erst wollte ich etwas in Richtung Tempel machen. Also was ist lang? Aber erst wollte ich etwas in Richtung Tempel machen. Und da habe ich dann auch hier das, was Chrissy zum Beispiel bei ihrem Dark Ride benutzt hat, diesen Fahrtyp habe ich dann genommen. Ich hatte irgendwie Startschwierigkeiten. Okay. Und dann habe ich die Idee wieder verworfen. Dann dachte ich so, ja, ich könnte ja irgendwas in Richtung Piraten machen. Aber dann habe ich mir halt gedacht, ja, das habe ich jetzt aber schon in meinem neuen Park. Also habe ich die Idee auch verworfen. Schade. Ja. Hätte mich gefreut. Ey, kannst du auch darauf freuen. Das ist auch ist meiner Meinung nach richtig schön geworden. Okay. Ja, dann dachte ich halt so, ja, was ist denn so eigentlich mein Lieblingsthema? Und jetzt dachte ich, boah, ja, Western, ne? Man sieht es an den ganzen Western-Bereichen. Ich glaube, es gibt nur zwei Parks, wo kein Western-Bereich drin ist. Ja. Und dann habe ich erstmal die Achterbahn gebaut. Das war das erste, womit ich angefangen habe. Ja. Dann habe ich das Layout tausendmal abgerissen und wieder eingerissen. Oder eingerissen, das ist später am Abend. da habe ich abgerissen und wieder neu gebaut. Und dann war das Ende wieder doof und bla und bli und blub. Man kennt das Ganze, glaube ich. Ja, klar, natürlich. Dann ist man nicht zufrieden und fängt wieder von neu an und dann doch. Und ich hätte es doch lieber anders gemacht. Und dann habe ich aber das Layout gefunden. Und dann dachte ich so, ja, okay, was hat das denn für eine Story? Weil, also, für mich muss Dark Ride nicht immer eine Story haben. Das ist für mich nicht verpflichtend, aber ich dachte jetzt halt so, es muss ja einen Grund geben, warum du überhaupt durch diese Mine fährst und alles, ne? Das war immer so im Hinterkopf und dann kam mir erst die Geschichte mit der verschollenen Stadt, die wir auffinden. Aber diese Stadt war, also, zuerst wollte ich noch, dass das so ein Banditenlager wird. Okay. Das habe ich dann aber nicht umgesetzt, weil es war zu aufwendig und dann hätte ich auch noch einen Weg bauen müssen, wie die Banditen eigentlich da runterkommen und sowas und dann war das auch zu viel. Und ja, dann bin ich halt darauf eben gekommen, okay, du baust eh immer viel zu viel, also baust du nur einen ganzen Themenbereich mit einer ganzen Story dazu herum. Ja. Das ist sehr klasse. Ja. Und jetzt hat man nicht nur den Dark Ride und das Gebäude, sondern einen kompletten Themenbereich. Den könntest du dir so im Park stellen und er hätte seine Story. Ja, echt super. Super. Ja, cool. Es ist verrückt manchmal, ne? Man fängt mit irgendwas an und am Ende kommt was ganz anderes bei raus, ne? Das ist... Vom Tempel zu Piraten zu Western. Ja, das ist so verrückt. Und dann noch in 4 Monaten trotzdem so was Schönes hingebaut, ne? Also muss man wirklich sagen. Ich habe es gab natürlich Tage, wo ich nicht dran gearbeitet habe, aber ich habe auch jeden Tag irgendwie immer mal so. Dann habe ich da neue Felsen gesetzt. Hier habe ich nochmal mit der Natur überall. Also man sieht es ja, der ganze ist ja alles bewachsen und so. Der ganze Canyon. Ja. Ja. Nee, ist echt schön geworden, tatsächlich. Ist ja echt gut gelungen. Was war denn für dich am Projekt jetzt für dich persönlich das Schwierigste? Was hat dich so richtig lange da hingerissen, wo du gesagt hast, boah, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt kriege ich das hier nicht hin und ich will es aber so machen.
Hast du da irgendwie Schwierigkeiten gehabt oder hast du gedacht, nö, ich mach das hier so, das passt schon so? Am schwierigsten fand ich es, man kann es vielleicht erkennen, das Hauptgebäude, also Zentralgebäude mit Mein Ink drauf. Mhm. Vielleicht, wenn man näher dran fliegt, erkennt man es, das sind Custom-Wände und Custom-Dach. Das ist komplett selbst gemacht und eigentlich wollte ich das nicht selbst machen, aber dann hat mich halt ein Freund darauf hingewiesen, dass irgendwas muss ja anders aussehen als die Standard-Planet-Coaster-Teile, die du überall in deinem Bereich verbaut hast. Ja. Ja, und dann habe ich das halt eben komplett custom gemacht und dann musste ich da wieder was kopieren und auch alleine dieses ganze Verstecken, also man sieht ja, das ist so halb in der Erde drin. Genau, genau. Das ist halt einfach in der Erde drin, damit eben der Dark Ride, der ja dahinter ist, komplett versteckt wird. Das und das dann so zu bauen, dass eben ein bisschen realistisch aussieht und dass es auch irgendwie noch Sinn macht, aber nicht komplett zugeschüttet ist, das fand ich schwierig. Okay. Ich glaube, bei dem Dach sind noch so viele Teile, also die siehst du gar nicht mehr. Man sieht da, glaube ich, vorne bei dem höheren Mining-Schild, da kann man auch erkennen, da ist halt so eine Dachfläche und dahinter ist nochmal genau die gleiche Dachfläche. Mhm. Aber die siehst du jetzt komplett nicht mehr, weil ich alles mit Stein zugesetzt habe. Ach damit so, es ja. irgendwie der Dark Ride schön verdeckt ist, schön eingehüllt ist. Ja. Aber ich muss sagen, so Custom-Teile, da benötigst du aber auch jede Menge Teile. Also das ist... Das bleibt nicht aus. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Mhm. Aber Custom ist trotzdem eine schöne Sache. Ich finde das dafür trotzdem sehr hübsch, muss ich wirklich sagen. Ich meine, das muss man ja auch erstmal alles selber machen, ne? Ja. Klar gibt es fertige Teile, aber Custom ist immer schon so ein Highlight. Du hast mehr Wahl, ne? Ich hätte jetzt auch zum Beispiel, da oben hätte ich jetzt zum Beispiel ein Loch in der Decke machen können, einfach nur, weil ich Custom-Teile habe. Das hast du halt mit so fertigen Teilen, geht das nicht so. Nee, geht das nicht, genau. Ja gut, geht schon, aber da müsstest du die fertigen Teile immer einzeln haben. Ja. Immer einzeln. Genau. Und das ist dann wiederum auch listig, tatsächlich. Oh. Weil du kannst die bestimmten Kapselteile ja auch gar nicht in dieser XY-Achse drehen. Ja. Ne? Manche sind ja fest und die kannst du dann nur drehen, wenn du tatsächlich als Einzelteil nimmst. Genau. Dann geht's. Ne? Okay, gut. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Und wie fandest du denn die Challenge jetzt für dich so allgemein? Ich fand sie extrem cool. Es hat mir nochmal das Gefühl gegeben, Planet Coaster 1, was jetzt bald zu Ende geht, wegen Planet Coaster 2, nochmal halt eben ein bisschen was zu ehren, ne? Weil es ist ja schon ein wichtiges Spiel für uns Achterbahn-Enthusiasten. Oder auch einfach Leute, die gerne so Sandbox-Spiele oder so spielen. Ja. Es hat auf jeden Fall ordentlich was geprägt und das hat auch mich geprägt tatsächlich ein bisschen. Und ich fand das einfach super. Es ist eine super Idee und ich baue ja auch gerne Dark Rides. Ich glaube, es gibt auch keinen Park, den ihr besucht habt, wo kein Dark Ride drin ist. es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und auch Western ist ja mein absolutes Favorite-Thema. Da kann ich Gedichte drüber schreiben. Ja, das sieht man. Ja. Das sieht man. Bei jedem Park, wo du da einen Western-Bereich hast, das sieht man. Also es ist wirklich immer sehr, sehr hübsch geworden. Viel Liebe zum Detail tatsächlich. Und das spiegelt sich in jedem Western-Bereich, den du machst, auch wieder. Und das waren auch tatsächlich sehr, sehr schöne Worte von dir. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, ne? Ja. Immer, also so eine Challenge mache ich immer wieder gern. Nur, ich glaube, beim nächsten Mal wäre es angenehmer, wenn die Zeit ein bisschen kürzer ist. Also 4 Monate, das ist viel. Das ist auch, glaube ich, vielleicht sogar viel mehr, als man denkt, weil ich war jetzt zum Beispiel so nach, sagen wir, 2,5 Monaten, war ich schon eigentlich so gut wie fertig. Ja, okay. Ich bin öfters wieder rein und wieder raus und nur um zu gucken, ist irgendwo was, fehlt irgendwo was, was habe ich noch nicht gesetzt, was kann ich noch platzieren. aber das halt eben nicht mehr aus dem Grund, weil da noch etwas hingemusst hat oder sowas, sondern einfach, weil ich
einfach in diesem Monat, in dem letzten Monat einfach nicht mehr wusste, was ich hinsetzen soll. Und vielleicht fiel mir ja noch was ein. Ja, okay, so ist es alles auch, klar. So ist es auch zustande gekommen, dass man zum Beispiel jetzt hinter dem Deadwood-Museum da eine Eisenbahn entlangfahren sieht in dem Schacht. Stimmt, stimmt. Ich habe zuerst gedacht, das gehört zum Dark Ride, aber da fahren keine Leute mit. Weil ich habe gesehen, du lässt tatsächlich Gäste rein. Richtig. Das, ich hab bis jetzt noch keinen anderen Dark Ride gesehen, den ich runtergeladen habe, wo Gäste drin waren. Ich glaube, du bist der Einzige mit Gästen. Ich habe den Park erst im Szenario-Modus geöffnet. Ja. Es geht ja, und dann kannst du ja den Eingang verschieben, wie du willst. Genau, genau. Und genau, das habe ich dann auch gemacht, weil ich baue lieber mit Gäste, weil das lässt den ganzen Bereich einfach lebendiger wirken. Das ist wahr. Da hast du vollkommen recht. Ja. Mhm. Und nee, ich wollte ja auch so Shops einbauen, wie man jetzt in der Windmühle, das ist so die Shop-Zentrale, da wollte ich auch Shops einbauen. Und das wäre halt, hätte keinen Sinn gemacht, wenn ich keine Gäste hätte. Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Gut, das hast du ja meine nächste Frage schon beantwortet, ob die 4 Monate Bauzeit gereicht haben. Also hast du sie mit Ja beantwortet. Ja, ja. Und gut, für uns war es natürlich jetzt so an sich die erste Challenge, wo jemand anders für uns dann diese Dark Rides baut. Ja? Deswegen war es für uns jetzt auch neu, wie viel Zeit geben wir den Leuten denn? Ja? Mhm. So, die Ankündigung kam im Mai. Und wir wollten ja, Dark Rides verbindet man ja immer so ein bisschen mit Oktober, Halloween, und deswegen haben wir so 4 Monate, also bis Ende September Zeit gegeben, damit die Parks dann halt im Oktober kommen, ne, wo ja, dann diese Halloween-Zeit ist, weil viele machen dann wahrscheinlich einen Dark Ride, der dann halt spukig ist, ne, oder was auch immer, und ja, deswegen haben wir also ein bisschen 4 Monate Zeit gegeben, und weil wir es halt auch nicht besser wussten. Tatsächlich. Ja. Aber nein, vielen Dank für den Hinweis, für die nächste Challenge, die wir dann wahrscheinlich auch für Planet Coaster 2 machen werden, dass, also ich will nicht zu viel verraten, da kommt noch ein bisschen was mehr, weil wir haben so einiges in Planung, und ich bin mal gespannt, was ihr als Community dazu sagt, weil ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass nicht so viel Zeit dafür benötigt wird. Das ist schon mal gut. Also man hat ja auch gesehen, Chris hat ja auch schon 2 Monate nach Anfang oder einen Monat, ja, hat die schon geschrieben, ja, kann man den Park schon abgeben. Ja. Und ich war schon so, ja, ich habe noch nicht mal mehr irgendwas gebaut. Danke, Chris. Aber das war nochmal Motivation für euch. Das war richtig eine Motivation für uns. Ja. Ich meine, wenn Chris hier so, aber ich hätte tatsächlich, ich habe mir den Park von Chris ja schon angeguckt. Und das ist ja ein Riesending. Ja, ja. Und ich hätte nicht erwartet, dass sie in einem Monat so ein fettes Ding baut, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Mein Respekt auf jeden Fall. Auch meinen absoluten Respekt zu all den anderen Teilnehmern. Ich finde es erstaunlich, dass die sich zugetraut haben, auch wenn sie jetzt nicht so die krassesten Planet Coaster-Leute sind, ein Dark Ride zu bauen, weil so ein Dark Ride ist natürlich nochmal ein ganzes Ticken aufwendiger als eine einfache Achterbahn oder so. Da musst du ja. Du musst gucken, dass die Leute alles sehen können und alles. Alles muss irgendwie seinen Platz haben. Hm. Das hast du halt zum Beispiel bei einer Achterbahn nicht so. Da baust du eine Achterbahn, lässt die Natur schön aussehen. Stationsgebäude ist auch schön, und dann bist du ja auch schon fertig. Ne? Aber dann bist du schon fertig, genau. Das ist natürlich auch was anderes. Das stimmt. Hast du auch wieder sehr, sehr schön gesagt. Da freuen sich bestimmt die anderen auch auf, wenn sie deine Worte hören. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar hattest du jetzt hier bei der Challenge genug Freiheiten gehabt, weil Chrissy hätte sich noch tatsächlich gewünscht, Custom Music mit einzubauen. Das habe ich auf jeden Fall, also ich habe ja auch Kontakt zu Random Planko zum Beispiel, der macht ja auch mit oder hat auch mitgemacht. Genau. Der hat ja auch, also ich war beim Dark Ride Bau dabei, und der hat auch gesagt, Custom Music oder so wäre nochmal eine Schippe cooler gewesen. Da gehe ich auch mit. Ich hätte, also
du wirst im Dark Ride sehen, ich habe Sprechblase und Denkblase benutzt. Und es wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich oder so, oder wenn ich oder irgendeiner meiner Freunde, keine Ahnung, einfach eingesprochen hätte, bla bla bla, geht zu Schacht A. Ne? Ja, Das wär, okay. das hätte einfach den ganzen Ride nochmal abgerundet und du müsstest vielleicht ja sogar, also kann sein, dass man bei mir jetzt irgendwie stehen bleiben muss, weil du dann zu schnell vorbeifährst an den Sprechblasen. Ja. Ihr habt auch die offizielle Erlaubnis, stehen zu bleiben. Ihr habt auch die Erlaubnis, also, was heißt die Erlaubnis? Ihr habt die Pflicht, euch umzugucken. Ja, okay. Weil ansonsten kann es sein, dass ihr nicht alles seht. Ja, okay. Und, ne. Aber Custom Media oder so, es wäre toll, es wäre schöner gewesen. Du hättest ein abgerundetes Bild machen können. Aber da ich ja auch in meinen anderen Parks, wo ich Dark Rides habe, auch keine Custom Media verwendet habe, hatte ich jetzt kein Problem damit. Okay, gut. Ah ja, das merken wir uns dann natürlich. Das ist ja, wie gesagt, die erste Challenge in diesem Rahmen, die wir machen. Und alle Kritikpunkte gerne her damit. Wir freuen uns immer sehr darüber, tatsächlich, weil nur so können wir das Ganze auch weiter aufbauen, ja. Deswegen vielen Dank schon mal dafür, auch für die ehrliche Meinung. Und ich denke mal, die nächste Frage hört man ja schon so ein bisschen aus dir raus, aber trotzdem würde ich sie gerne dir stellen. Und zwar, würdest du denn bei einer weiteren Challenge von uns mitmachen, wenn es um Dark Rides geht oder generell mal was anderes Absolut. vielleicht zu probieren? Keine Frage. Ich würde sofort wieder ausspielen. Sehr gut. Ich würde mich sofort Das an den PC setzen und dann die 4 Monate irgendwas anderes bauen. Vielleicht geben wir für den einen oder anderen Teilnehmer nur weniger Zeit und die anderen haben 4 Monate Zeit. Wer weiß, was es für eine Challenge gibt. Wer weiß. Ne, ist doch schön zu hören, weil wir brauchen immer wieder Leute, ne, die irgendwie bei uns dann mal mitmachen, weil ohne Leute keine Challenge, gell? Ja. Ich wäre immer wieder dabei. Ja, das ist doch schön zu hören. Dann haben ja der ein oder andere, die tatsächlich nicht bei der Challenge mitgemacht haben, die bei YouTube oder auch bei uns im Discord mal unter diesen Dark Ride-Infos und so weiter geschrieben haben, dass die einen sich schon sehr darauf freuen und so gespannt sind, weil ja auch im Discord ganz wenig Bilder, eigentlich nur die von Chrissy kamen. Und keiner wusste so wirklich, wer was wie irgendwo baut. Hab ja auch ein paar Bilder reingeschickt. Aber Ja. es waren nicht viele eigentlich. Also Chris Nee. hat schon fast den halben Tag mit reingesendet. Fast, ja. Die konnte es nicht abwarten. Nee, nee, nee. Aber hat dich das so ein bisschen nervös gemacht oder? Also richtig nervös hat mich das nicht gemacht. Ich finde es sogar toll, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Ich hätte jetzt, Ja. also natürlich viele, also es sind Ja, natürlich schon es. seine paar Leute, aber für uns ist das natürlich viel. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass, also das Thema Dark Ride, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden in so einen Freizeitpark gehe, sagen wir, es ist Efteling, das ist ja bekannt für seine Dark Rides, Ja, sehr, dann sind sehr, die sehr. Leute, also dann sind ja die Freunde, mit denen ich normalerweise da hingehe, die sind dann halt so, ah, Dark Ride, das ist langweilig, mi, mi, mi. Man Ja. kennt's. Ja. Aber nein, ich bin ja selbst gespannt, wie die Leute dort. Also ich habe mir die natürlich schon angeguckt, aber ich bin ja auch gespannt, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Ich kann mir Ja. natürlich meine eigene bilden, aber eure ist ja eigentlich die ausschlaggebende. Genau, nicht nur unsere, sondern auch die, die den Park auf Steam auch gerne mal runterladen oder abonnieren und sich den ganzen Dark Ride auch selber mal anschauen, ins kleinste Detail. Und eure Meinung auch mal da lassen. Das wäre auch Ja. was Feines auf jeden Fall. Also da wird überall ein Kommentar drunter kommen. Ja, gerne, gerne. Kommentare, die sehen wir immer gerne. Und Leute, wenn wir ja schon mal von Kommentaren reden, kommentiert doch dieses Video. Oder liked es auch oder abonniert es auch. Hey, Oh. abonniert den Kanal. Kommt auf den Discord. Boom. Da könnt ihr vielleicht auch Yes. bei so einer wunderbaren Challenge mitmachen. Das stimmt, das stimmt. Kommt rein, traut euch. Keiner beißt euch. Ja, danke schön für deine Worte. Dann brauche ich das ja gar nicht mehr machen jetzt zum Schluss. Denn meine Fragen sind vorbei und ja, ich bedanke mich bei dir als allererstes, dass du bei uns mitgemacht hast. Immer wieder gern. Und auch hier sowas Tolles hingezaubert hast.
Und für euch, liebe Community, der Dark Ride kommt nach diesem Interview in einer Stunde online und dann dürft ihr gespannt sein, was der liebe Sonic hier für uns gezaubert hat. Das Video dürft ihr auf keinen Fall verpassen, deswegen bis gleich. Und dir sage ich nochmal, Sonic, ganz zum Schluss, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hattest, mit mir das Interview zu führen, was auch dann am Ende deine Idee war und wir haben es getan. Ja. Wir haben es getan und ja, vielen Dank, dass du auch was dazu gesagt hast und die letzten Worte gehören dir. Ja, liebe Gruppe und auch du, Blue Fire, jetzt mal persönlich, ihr seid eine tolle Gruppe. Es macht immer wieder Spaß. Ich finde auch eure Videos toll und ich freue mich auch richtig auf Bella Italia, muss ich sagen. Da habe ich richtig Bock drauf. auf jeden Fall auch mein Respekt an euch, dass ihr auch so große Projekte habt, also und auch einfach durchzieht hier. Bella Italia, das ist ja nichts Kleines. Das ist ja. Nee. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Teile da drin verbaut sind und wie stark mein PC ruckeln wird bei dem Eintritt. Ich darf dir es verraten, weil Bella Italia ist zu diesem Zeitpunkt, als wenn dieses Video jetzt hier rauskommt, ist Bella Italia schon lange online. Und es sind, wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich gerechnet und 372.000 Teile. Ja. Oha. Also unsere PCs sind beim Markieren des ganzen Bereiches ist abgestürzt. Planet Coaster. Wir mussten Stück für Stück machen. Boah. Ja, also meinen absoluten Respekt. Danke. Auch, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie krass ich das finde. Und auch an all die anderen, Leute, Planet Coaster ist ein tolles Spiel, wir haben eine tolle Community, finde ich. Ja, und ja, und jetzt, wo Planet Coaster 2 ja auch rauskommt, ne? Ich freue mich, ich bin so gehypt auf Planet Coaster 2, ihr glaubt. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Wir hoffen, dass das Spiel wirklich sehr gut wird und ja. Vielen Dank für deine wunderschönen Worte tatsächlich. Also es war ein tolles Interview mit dir. Vielen Dank. Und, nicht zu Dank. Jetzt sagen immer wir wieder gerne. Jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.